Weil da werde ich auch was lernen, was mir später nochmal nützlich sein kann, auf alle Fälle. Und daher, ich lasse mal auf mich zukommen, was heute kommt. Der 22-Jährige ist im letzten Jahr seiner Ausbildung zum Polizeibeamten. Das bedeutet für ihn die ersten praktischen Erfahrungen auf der Straße. Dass er Polizist werden wollte, wusste er schon immer. Bei mir hat es schon von Kindheit her angefangen, weil so mein Vater als mein Onkel sind bei der Polizei und natürlich auch immer, mein Vater hat es mir immer geraten. Matthias ist im Polizeirevier im hessischen Heppenheim stationiert. 2,5 Monate lang soll er hier Einblicke in den praktischen Polizeidienst bekommen. Sein allererster Auftrag? Eine Sachbeschädigung. Bei der Befragung des Besitzers ist Matthias noch unsicher. So, also, sechs Mal. Ich war gestern Abend hier bis um 10:30 ungefähr. 10:30. Einem Porsche-Fahrer wurde das Auto zerkratzt. Und das nicht zum ersten Mal. Matthias nimmt die Daten auf. Der Polizeineuling wird im Streifendienst von zwei erfahrenen Kollegen begleitet. Oliver Bieneck ist sein Ausbilder. Gut, aber wir können ja nichts, ja. Da hat einer schön dran rumgekratzt. Aber haben Sie Ärger mit irgendwen? Dann muss es plötzlich schnell gehen. Ein verletzter Mann in einer Spielhalle. Mehr weiß Matthias noch nicht. Bisher waren solche Situationen für ihn nur Theorie. Er hat sie in gespielten Einsätzen trainiert. Hier ist nochmal was anderes. Da man nicht weiß, wie der Betroffene reagiert. Es kann einer sein, der ist ganz friedlich und nett, oder einer, der bewaffnet ist und dann losgehen könnte. Vor Ort finden die Polizisten einen jungen Mann vor. Was ist denn passiert? Haben Sie einen Ausweis dabei? Er hat mehrere Gesichtsverletzungen und ist geistig verwirrt. Verstehen Sie uns? Ausbilder Oliver Bieneck hat einen Verdacht. Schauen Sie mich gerade mal an. Er hat Betäubungsmittel konsumiert. Guck dir die Pupillen an, dann siehst du es. Setzen Sie sich gerade wieder hin. Der Mann steht offensichtlich unter Drogeneinfluss, ist dadurch unberechenbar. Matthias lässt ihn nicht aus den Augen, als er seine Taschen leert. Aus seinen Trainings weiß der Auszubildende, die Situation kann jederzeit kippen. Respekt hat man vor der Sache, weil Angst heißt ja, man geht weg, wenn man davor schießt, aber Respekt heißt, ich weiß jetzt, der Typ wehrt sich, er hat vielleicht auch Messer oder irgendwas, da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig agieren, ich kann nicht direkt an ihn rangehen. Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Der verletzte Mann wurde in einer Spielhalle aufgefunden und hat tatsächlich ein Messer dabei. Was ihm genau passiert ist, bleibt unklar. Handschellen sind nötig. Er kommt ins Krankenhaus, später in die Psychiatrie. Matthias hat die erste reale Herausforderung gemeistert. Seine Nervosität hat er sich dabei nicht anmerken lassen. Ich habe einfach das gemacht, was ich kann. Und was ich noch nicht kann, das kann ich halt noch nicht. Da muss ich mich nicht großartig verkrampfen, das bringt nichts. Muss halt immer die Kollegen fragen, wie mache ich denn das am besten und wie mache ich das. Das muss man langsam angehen und gucken, wie man das nach und nach lernt. Das Handwerkszeug für den Dienst auf der Straße hat Matthias hier gelernt. Im Grundlagentraining am Schulungsort der Azubis bei der hessischen Bereitschaftspolizei. Hier diese kleinen Löcher, das sind Arretierungslöcher, dass dann eben halt die Handfesseln fest sind und nicht irgendwie die Person sich selber verletzt, indem quasi das Blut gestaut wird. Alexander Stumpf ist noch in seinem ersten Ausbildungsjahr. Das bedeutet für ihn Polizeiunterricht. Das Thema heute: Festnahme und Fesselung. Genau. Reicht das so, oder? Nein. Guck mal, dass du mit der Hand da bleibst. Ja, also mit der Hand. Mit der, ja. Genau, da hast du ja die Fesselung gemacht. Okay. Jetzt nimmst du nur den Daumen hier quasi weg, nimmst jetzt quasi den Stift und steckst den in die Erziehungsstelle. Genau. Die Ausbildung zum Polizisten gliedert sich in ein 3-jähriges Studium. In 6 Semestern wechseln sich Theorie und Praxis ab. Die Polizeianwärter üben dabei an ihren Kameraden, begleitet von einem erfahrenen Ausbilder. Die Fesseln rauszuholen, das alle optimal anzusetzen und darauf zu achten, dass man ihn nicht verletzt, weil man auch wieder im rechtlichen Bereich dann doch wieder Grenzen überschreitet. Das ist doch nicht immer so einfach. Alexander wollte eigentlich Jura studieren und Notar werden. Doch die Zeit bei der Bundeswehr hat ihn geprägt. Man hat einfach eine gewisse Rolle in der Gesellschaft, die man ausleben möchte. Und das ist genau das, was ich möchte. Einfach den Nervenkitzel, das mit den Menschen draußen, das ist genau mein Ding. Im 2. Semester der Polizeiausbildung werden Extremsituationen nachgestellt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, aus dem Fahrzeug freiwillig auszusteigen, oder ich werde es nötigenfalls mit Zwang durchsetzen. Haben Sie soweit verstanden? Für was entscheiden Sie sich? Die Herausforderung für Alexander in diesem Fall: die festzunehmende Person stellt sich nicht freiwillig. Dann raus aus dem Auto, raus, raus! Auf den Boden. In solchen Momenten ist beherztes Zugreifen gefragt. Doch die Übung klappt nicht ohne Fehler. Was hast du vorher vergessen? Arretieren. Ja, mach das noch. Nimm jetzt hier die Handfessel. Ja. Ja, die ist relativ locker. Die rutscht hier bis zu dem Unterarm hoch. Ja. Und da musst du jetzt noch ein paar Rasten reingehen und dann quasi erst arretieren. Verstehe. Die Beine sind immer noch gestreckt und nicht übereinander. Legen Sie nochmal die Beine an. Wir wollen aufrichten. Richtig drauf. Okay. Passt das so? Das passt. Arretieren, ja? Genau. Arretieren bedeutet, man stellt die Handschellen auf eine bestimmte Weite fest, damit sie den Gefesselten nicht verletzen. Wenn du herangetreten bist, hast du gut gemacht. Tür aufgemacht,
Waffe hinten, direkt mit der Person gesprochen. Achte so ein bisschen darauf, wie du die Tür hier aufmachst. Ne? Wenn ich die Tür so aufmache, ist mein Daumen hier drin. Wenn sie jetzt die Tür ruckartig zuzieht, ist mein Daumengelenk kaputt. Ja. Auch Alexander wurde schon von anderen Azubis gefesselt. Für den 23-Jährigen eine einschneidende Erfahrung. Denn auch dabei ging nicht alles glatt. Natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn man derjenige ist, der nun mal gefesselt ist. Aufgrund dessen, wenn mal die Handschellen dann klicken, dann dieses Geräusch allein schon, wenn man das von irgendwelchen Actionfilmen sieht und so, und denkt man, jetzt ist er endlich festgenommen worden und jetzt bist du selber derjenige, der da steht. Und da ist mir eine Kollegin leider während der Fesselung mit dem Knie auf die Handfesseln draufgetreten, hatte vergessen zu arretieren. Und dementsprechend wurde meine Hand da ein bisschen abgequetscht. Zurück im Praktikum bei Matthias Dingeldey. Hier, Sie, was machen Sie an den Fahrzeugen? Bleiben Sie stehen und schicken den Hund. Hol ihn jetzt! Ein Polizeihund attackiert den Auszubildenden. Die Tiere dienen in erster Linie der Abschreckung. Aus! Platz! Nehmen Sie die Arme hoch. Führt eine Durchsuchung durch. Der Hund ist so trainiert, dass er den Hundeführer jederzeit verteidigt. Weg da! Eine eindrucksvolle Demonstration, vor allem für Matthias. Aus! Platz! Trotz des Dingers richtig zwicken, habe ich richtig gemerkt, weil er auch merkt, wird auf der einen Seite der Vorderzahn, das habe ich gemerkt, eindeutig. Aber ich mich hier umgerissen, hätte ich nicht gedacht, dass ihr mich so erwischt. Die Lektion für Matthias: Es ist besser, wenn man sich als Polizist immer weit hinter dem Polizeihundeführer aufhält. Man sollte also schon als junger Kollege mal erfahren, wie ist das, wenn der Hund einen beißt? Was kommt? Man sollte sich halt gerade in Gefahrensituationen entsprechend verhalten, dass man also sich nicht in unmittelbare Nähe des Hundeführers begibt und dort dann eventuell zu Schaden kommt, was wir auch schon hatten, weil der Hund oft oder fast nie unterscheiden kann, ist es ein polizeiliches Gegenüber oder ist es ein Kollege. Dann kommt ein Funkspruch. Matthias und seine Kollegen müssen zu einem Raubüberfall. Personenbeschreibung, schlanke Statur, 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarze Gurtschuhe. Schreib's mit. Matthias ist im 5. Semester seiner Ausbildung und macht seine ersten Erfahrungen im Streifendienst. Hochgeschwindigkeitsfahrt mit Blaulicht. Neu für den 22-Jährigen. Ja, aufregend ist auf alle Fälle. Nur, man fühlt sich halt ein bisschen unsicher. Ich merke, wenn ich mal fahren muss, da ist es doch wieder was anderes. Da hat man das Auto, steuert man selbst, da hat man einfach ein besseres Gefühl, sage ich mal. Zeigt eine Schussfarbe vor, in der Farbe schwarz. Die Beamten fahnden nach einem Mann mit einer Pistole, der eine Apotheke überfallen hat. Für Matthias wäre es die erste reale Konfrontation mit einem bewaffneten Täter. Er versucht sich an das zu erinnern, was er in seiner Ausbildung gelernt hat. Ich gucke natürlich nach der Person, die da rumläuft, aber denke dann auch gleichzeitig während der Fahrt, okay, wenn wir den jetzt antreffen, was mache ich denn dann? Wie stelle ich mich hin, dass der nichts hinterm Rücken versteckt hat? Mehrere Streifenwagen sind gleichzeitig im Stadtgebiet unterwegs. Jede Straße wird abgefahren auf der Suche nach dem bewaffneten Täter. Doch der Verdächtige ist nicht auffindbar. Nach einer Stunde kommt die Anweisung zum Abbruch. Wir gehen jetzt in die allgemeine Fahndung über, das heißt wir, und verlegen wieder zu den Stationen zurück. Der Ernstfall bleibt Matthias dieses Mal erspart. Das ist halt nicht so, wie man sich immer in den ganzen Filmen und was denkt, dass da nur Schießereien und was sind. Das ist halt hier nicht so. Es kommt mal vor, aber nicht wie im Film, dass da jeden Tag eine Schießerei ist, sag ich mal. Nicht ganz so friedlich läuft das Grundlagentraining am Schulungsort der Azubis. Hier wird Alexander Stumpf auf reale Extremsituationen vorbereitet. Der ist total aggressiv, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ein Betrunkener soll in einer Kneipe randaliert haben. Alexander und seine Kollegin wissen nicht, was gleich passiert. Oh, was soll ihr Bullenschweine denn hier? Hey, gehen Sie runter! Hey! Runter vom Stuhl, runter! Kommst du? Solche Alltagssituationen werden an authentischen Schauplätzen geübt. Ich trinke nur ein Bier, was habe ich falsch gemacht? Das haben Sie ja wohl gerade selbst gesehen. Sie haben die Flasche geworfen, das habe ich als Angriff gedeutet, deswegen nehmen wir sie jetzt fest, haben es verstanden. Ja. Wenn Sie nachher beruhigt haben, können wir das Ganze auch wieder deeskalieren. Aber jetzt machen wir das so, wie wir das wollen. Haben Sie es verstanden? Ja. Gut. Die Kontrahenten tragen Schutzausrüstung zu ihrer eigenen Sicherheit. Haben Sie es verstanden? Auf drei. Eins, zwei, drei. Meist sind die Aggressoren andere Polizisten und die verhalten sich immer anders. Es war doch überraschend, dass es dann gleich losging. Also es war so, ich dachte erstmal, können wir an ihn herantreten, mit ihm in Ruhe reden und vielleicht ist er einsichtig oder halt dann auch nicht, aber da kann man immer noch hochfahren. Aber dass dann gleich Sachen geschmissen werden, das war jetzt für mich neu, so wie, ja, also ich wusste jetzt in dem Moment nicht genau, wie ich jetzt reagieren sollte, aber ich habe einfach mal gemacht, instinktiv, und ich denke mal, das war dann auch das Richtige. Hey, gehen Sie runter! Hey, runter am Stuhl, runter! Warum hast du so gehandelt? Ganz klar, weil es ein Angriff gegen mich war. Und ob das jetzt eine PET-Flasche war, was ich im ersten Moment ja gar nicht einsehen kann, aber es wird von vornherein schon gesagt, der Mann pöbelt. Und wenn er dann schon mit Gegenständen auf Polizeibeamte schmeißt, dann ist es ja schon mal nicht ohne. Ausbilder Ralf Riehl hat Alexander ganz genau beobachtet.
Und? Hast du mal vergessen? Zu arretieren. Ja. Zu arretieren. Okay. Ja, ganz wichtig. Anlegen. Alexander hat zum wiederholten Mal vergessen, die Handfesseln zu arretieren. Außerdem hat der 23-Jährige zu wenig Abstand zum Störenfried gehalten. Du kannst ihn auch hier von hier hinten ansprechen, sieh da auf dem Stuhl und so weiter. Hast mehr Distanz, wenn der was schmeißt, tut es nicht ganz so weh und du hast mehr Zeit, hier die Deckung nach oben zu nehmen und das Ganze wegzuwischen. Jetzt war wieder die Situation, wo im Eifer des Gefechts man möchte alles richtig machen und dann macht man nämlich genau das Gegenteil, nämlich dann zwei, drei Kleinigkeiten vergessen, ob das jetzt nur die Kollegin ist, die man hier stehen lässt oder ob das jetzt nun das fehlende Arretieren von den Handfesseln ist. Also es wurmt einen schon, aber nächstes Mal geht's besser. Ralf Riehl hat die Trainingsszenarien im zweiten Semester der Polizeiausbildung so gewählt, dass sie nah an der Realität sind. Ein kleiner Fehler hier könnte auf der Straße schlimme Folgen haben. Wir holen uns die Fälle aus dem Einzeldienst, wir holen uns die Fälle, die wir selber praktisch erlebt haben und bauen die hier nach, lassen die Studierenden genau dieselbe Situation durchlaufen. Die plötzliche Aggression, die dann auftritt, als auch der Widerstand in der entsprechenden Form, mit Faustschlägen, mit Wurfgeschossen, mit eben vielleicht Messern, die man in den Händen hält oder. Und die bauen wir dann so nach, dass man wirklich sagen kann, das war damals so, das ist nicht gestellt und das musst du draußen auch dann überleben. Im Bundesland Hessen gibt es rund 6.000 Bewerber jährlich. 90% fallen schon bei der Eignungsprüfung durch. Die Grundvoraussetzungen in Hessen: Abitur, eine Mindestgröße von 1,60 Meter, ein Höchstalter von 34 Jahren und natürlich körperliche und geistige Fitness. Gut, erster Angriff, Griff zur Waffe. Carsten greift diagonal hin, direkt hier unten fixieren die Hand und nach unten drücken, damit die Waffe nicht nach oben rausgezogen werden kann. Also hier Schlag, euch weiter eindreht und ihn quasi hier zu Boden führen. Da nach unten, direkt Knie auf die Schulter, da sind hier fixiert. Selbstverteidigung ist ein elementarer Bestandteil der Ausbildung. Denn bundesweit berichten Polizeibeamte über zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit. Stopp. Merkst du jetzt hier? Den Arm hast du nicht unter Kontrolle. Da richtig ein, Ellenbogen und C-Griff hier schön fixieren. Und die Hand auch hier in den Nacken. Mit dem C-Griff in den Nacken. Genau, das du jetzt hier hast. Und jetzt schön mit dem Knie schön nach vorne. Jawohl. Wenn die Kollegen immer von ihren Einsätzen erzählen, was sie draußen so erleben, hört man ganz oft, dass man eben sehr oft beleidigt wird, dass man teilweise angespuckt wird, dass massiv gegen Polizeibeamte mit Tritten und Schlägen gearbeitet wird. Ralf Riehl weiß genau, worauf es im Einsatz ankommt. In den Semesterferien unterstützt der 32-Jährige entweder die Kripo oder hilft den Kollegen bei Fußballeinsätzen und Demonstrationen. Die 10 häufigsten Angriffsarten müssen die Auszubildenden abwehren können. Bei der nächsten Prüfung gilt es, sich gegen spontane Attacken zu verteidigen. Ja, am Ende noch kommunizieren, weil es wird mitbewertet, ansonsten sehr gut. Um durchzufallen, müsste der Student jeden Angriff verpatzen. Das könnte man sich so vorstellen, dass er in der Realität angegriffen wird und diesen Kampf verliert. Und von 10 Angriffen, alle 10 Angriffe zu verlieren, das wäre schon ein hartes Stück. Dann würde ich dem Studenten unterstellen, dass er gar nicht trainiert hat und auch in diesem Semester nichts in diesem Bereich gelernt hat. Dann würde ich ihn durchfallen lassen. Matthias Dingeldey beim Praktikum im Streifendienst. Geschwindigkeitskontrolle. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Polizeibeamten. Polizeikommissar Oliver Bieneck ist hier für die Ausbildung von Matthias zuständig. Also wenn du durch den Laser durchguckst, da hast du quasi eine Optik drin. In dieser Optik ist ein größerer Kreis und in diesem Kreis ist nochmal ein kleiner Punkt. Ja. Und das Fahrzeug, was du misst, das muss quasi immer in diesem Kreis verschwinden, damit du nur dieses Fahrzeug misst. Ja. Ab einer gewissen Distanz ist dann quasi die Streuung von diesem Laserstrahl so groß, dass wenn hinten dran noch ein Fahrzeug kommt, ein größeres, dass du das einmisst. Plötzlich kommt ein Notruf. Eine schwer verletzte Radfahrerin wurde gefunden. Servus. Ich bin Verständiges. Den Rest können wir dann gleich mal. Der Notarzt ist schon vor Ort. Matthias muss sich mit seinen Kollegen um die Beweissicherung und die Verständigung der Angehörigen kümmern. Die Frau ist hier mit dem Fahrrad langgefahren. Am Boden sieht man diese schmale Kante. Ist sie schräg reingekommen, dabei gestürzt und Kopf frontal auf den Boden geknallt. Jetzt ist der Notarztwagen, der Hubschrauber aus Frankfurt kommt, weil die Verletzungen sind, wie es aussieht, nicht so ohne. Kopf weiß man nicht genau, was ist, die ganze Seite war offen. Die Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm. Dann wird es dramatisch. Die Schwester der Verunglückten trifft am Unfallort ein. Ich bin die Schwester. Sie wollte uns entgegenkommen. Ja, der geht soweit gut. Die ist mit dem Fahrrad gestürzt. Sie kommt jetzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Wo ist sie? Die ist im Krankenwagen. Die wird aber behandelt. Da können Sie jetzt nicht rein. Bitte? Nein, da können Sie jetzt nicht rein. Da ist der Notarzt dabei. Ist das Ihr Mann? Ja. Ist sie bei Bewusstsein? Die Frau ist total aufgelöst. Matthias weiß nicht, wie er sich in dieser Situation verhalten soll. Es ist sein erster Unfall als angehender Polizist. Seine Kollegen übernehmen für ihn. Sie ist ganz allein gestürzt, ja. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen aufgeschmissen mit gewesen. Am Anfang, ich kenne mich ja nicht so damit aus, die Frau war ja auch wirklich schwer zu beruhigen. Sie wollte ja unbedingt zu ihrer Schwester. Das kann man natürlich nicht zulassen, weil die wird ja dann total irrational und wer weiß, was die da noch macht. Weil sie unbedingt zu ihrer Schwester will, muss man die wegschicken. Also ich bin froh, dass ich meinen Bärenführer mit dabei habe, der das soweit regeln konnte.
Die verunglückte Radfahrerin kommt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie sich später herausstellt, hatte sie einen Schlaganfall und fiel deshalb vom Rad. Mich hat es schon ein bisschen betroffen. Also ich werde es auf alle Fälle noch ein bisschen im Kopf haben, aber ich habe sie ja, wie gesagt, nicht verletzt noch da liegen sehen. Ich kenne die Frau zum Glück nicht, weil mich darf das nicht so mitnehmen, dass ich dann nach dem Dienst mir noch Gedanken drüber mache, weil ich muss auch irgendwo mal abhaken mit den Sachen. Das ist entscheidend. Ein bewegender Arbeitstag für Matthias geht zu Ende. Am Schulungsort steht heute Waffenkunde auf dem Stundenplan. Alexander Stumpf bekommt die Funktionsweise der Dienstwaffen erklärt. Der 23-Jährige kann sich nur schwer vorstellen, die Pistole tatsächlich gegen Menschen einzusetzen. Darüber nachgedacht hat er aber schon. Im Kopf muss man sich auch auseinandersetzen, weil man ja diesen Beruf auch ausübt und nun mal diese Schusswaffe für einen Grund trägt heutzutage. Also dementsprechend hoffe ich nicht, dass es irgendwann dazu kommt. Das Wichtigste ist, bei jedem Schießen mein richtiger Stand. Trainiert wird zum Teil mit sogenannten Rotwaffen. Das sind nicht funktionstüchtige Übungswaffen. Und jetzt kommen wir in die entschlossene Schießhaltung. Das heißt, wir nehmen die Waffe hoch und gehen so nach vorne. Finger ist lang. Finger ist nur im Abzug, wenn ich auch schießen will. Schusswaffengebrauch ist nie positiv. Deswegen kann ich jetzt gar nicht mal, das ist eine hypothetische Frage, kann ich gar nicht mal sagen, wie man sich dann dabei fühlt. Ich denke, in der Situation, wenn es da mal so weit sein sollte, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, also natürlich würde ich nie auf einen Menschen schießen wollen. Also es geht nicht um diesen Wollen-Aspekt, sondern es geht eher um diesen Müssen-Aspekt. Dann bekommt Alexander eine Waffe mit echter Munition in die Hand. Schießübungen. Alexander ist in seinem ersten Ausbildungsjahr. Der 23-Jährige schießt auf eine Leinwand. Dahinter befindet sich ein Geschossfang. Schießausbilder Gerd Schneider gibt wichtige Tipps zum Umgang mit der Waffe. Denn bei den Azubis passieren oft Unfälle. Okay, den Finger bitte nach oben legen, dass wir nicht aus Versehen den Abzug betätigen, dass wir da reinrutschen. Man kommt sehr leicht mal an den Abzug dran und man will die Waffe wegstecken oder holstern, dann passiert oft, dass ein unbeabsichtigter Schusswaffengebrauch stattfindet. Und dadurch kann man sich selbst oder eigene gefährden. Für Alexander ist der Gebrauch der Waffe und der Dienst auf der Straße noch weit weg. Er kann nur vermuten, was ihn auf Streife erwartet. Wie ich mich selber kenne, bin ich ein sehr emotionaler Mensch. Ich lasse mir das nicht anmerken und bin dann eher so für mich selber und verarbeite das halt für mich selber oder halt mit meiner Freundin zu Hause. Und es gibt durchaus Geschichten, wo ich mir jetzt schon vorstellen kann, die mich im Rahmen von zum Beispiel Verkehrsunfällen oder wenn das was mit Kindern zu tun hat, Kleinkindern, Todesfälle und sowas, das ist nichts, was ich einfach wegstecken werde. Gleich muss sich Alexander in einer Schießprüfung beweisen. Der Ausbilder erklärt den Parcours. Sie kriegen dann ein Startsignal, daraufhin ziehen sie die Waffe, gehen in den Anschlag, in der entschlossene Schießhaltung und schießen zweimal dort unten auf die gelbe Rechtecke. Zeit und Präzision spielen bei der Prüfung eine entscheidende Rolle. Und jetzt kommt das Magazinwechsel. Magazin raus, der Schuss bleibt ja hinten. Ich nehme mein Magazin, drücke es rein. Jetzt gucken sie rüber aus der Deckung, alles frei. Jetzt gehe ich zurück. Und hier an der zweiten Deckung ist es ganz wichtig, einen Stellungswechsel. Das heißt, kniend oder liegend Anschlag einzunehmen. Alexander ist aufgeregt. Eine gesunde Nervosität ist jetzt gerade dabei, aber ich versuche innerlich einfach ruhig zu bleiben und die Übung so gut wie es geht zu schießen. Aufmerksame Sicherungshaltung einnehmen. Dann geht es los. Fertig werden. Die ersten Schüsse sind alle im Ziel. Alexander muss sich von Deckung zu Deckung bewegen. Bei den kleinen Rechtecken patzt der 23-Jährige. Hat er die Prüfung trotzdem bestanden? Die Bewertung steht an. Okay, Sicherheit, gut. Sie sind sehr zügig hingegangen und haben ein wenig gerissen. Das heißt, sie haben zu schnell durchgezogen. Zu schnell durchgezogen und dadurch ist der Schuss nach unten gegangen. Aber vom Handling her gut, hat mir gut gefallen. Geht besser. Kann besser werden. Okay? Da ist er noch zu schnell. Er will zu schnell schießen. Da muss er sich noch ein bisschen Zeit lassen, muss ein bisschen mit dem Druckpunkt arbeiten und gleichmäßig durchziehen. Dann wäre er erheblich besser noch. Jetzt zählen wir die Punkte. 1, 2, 3. Wird das Ergebnis für Alexander reichen? 7, 8, 9, 10, 11 Treffer, 110 Punkte durch 61,7, müssen wir gleich ausrechnen, ist aber erfüllt. Geschafft. Zwar hätte Alexander auch noch eine weitere Chance bekommen, aber diese Blöße will sich natürlich keiner der Azubis geben. Ärgert mich, weil es geht besser. Und
Es sind einfach so kleine Ablauffehler gewesen, sonst die mir so nicht passieren. In den Magazinen sind keine Patronen. Im Pfefferspray befindet sich nur Wasser. Eure Aufgabe ist jetzt erstmal nur, wenn die Person auf euch zukommt, entweder mit Handballenstoß oder mit einem Fußstoß die Person wieder nach hinten zu bringen. Im Anschluss zieht ihr das Pfeffer, bedroht die Person und kündigt das Pfeffer an, sodass er noch die Entscheidung treffen kann, ich lasse von dem Angriff ab oder ich möchte das wissen. Die laute Androhung von Waffengewalt ist wichtiger Bestandteil des Trainings. 80% der Angriffe können laut Ralf Riehl allein dadurch abgewehrt werden. Polizei, keine Bewegung, aus dem Bauch oder ich sprühe! Aus dem Bauch, Arme nach außen! Den Auszubildenden muss klar werden, dass wenn ein Angriff erfolgt, das blitzartig geschieht. Man verliert in der Regel 1-2 Sekunden, bis man erstmal anfängt zu realisieren, was passiert jetzt gerade. Ziehe ich das Pfefferspray, ziehe ich den Teleskopschlagstock, kämpfe ich quasi mit den Fäusten oder aber muss ich das letzte Mittel, die Schusswaffe, einsetzen. Und um das wirklich praktisch so wirklich einsetzen zu können, müssen die Studierenden in Stresssituationen handlungssicher sein. Das geht nur mit aktivem Training, immer wiederkehrend. Der kommt auf mich zu. Stopp, Polizei, stehen bleiben, sprühe! Alles gut? Ja, ja. Gut. Okay. Ralf Riehl erhöht den Druck. In der nächsten Stufe werden die Nachwuchspolizisten mit einer Messerattrappe attackiert. Messerabwehr, ihr habt ungefähr 7 Meter, bevor ihr sagen könntet, das schaffe ich nicht mehr. Ihr seid quasi in dem Bereich und zieht jetzt ein Messer. Pfeffer direkt fallen lassen, direkt umgreifen aufs andere Waffensystem. Ist mir vollkommen egal, was damit passiert. Mein Leben ist in Gefahr. Ich gehe hier hin, bedrohe ihn, kündige das Ganze an. Ihr dürft auch quasi schießen. Ja? Also wenn sie zu nah sind, drückt ruhig mal den Abzug, dass ihr auch das mit eintrainiert. Wenn ich daneben schieße, der sprintet auf mich zu, kann es sein, dass er 1-2 Schnitte macht. Auch das, es kann lebensgefährlich sein, aber das heißt nicht, dass er stirbt. Wenn ihr einfach dann aufgebt, schneiden die Leute weiter, bis ihr wirklich dann so viel Blut verloren habt, dass ihr dem Tode sehr nahe seid. Wenn die Person allerdings mit dem Messer auf mich zukommt, ich ziehe die Waffe und bedrohe sie und die Person schmeißt das Messer weg, darf ich nicht mehr schießen. Rechtliche Grenzen, die die Auszubildenden in diversen Theorieschulungen lernen und die auch im Training verinnerlicht werden müssen. Das Training ist so realitätsnah, dass viele Auszubildende an ihre Grenzen stoßen. Es gab Auszubildende, die in Trainings nicht mit der Situation klarkamen, weil sie dann attackiert worden sind. Die waren den Tränen dann nahe und haben das Training dann auch abgebrochen. Und man hat dann quasi wieder aufgebaut mit den Trainingsstufen, um dann diese letzte Situation dann doch wieder zu meistern. Und es hat auch immer funktioniert. Ralf Riehl kennt die Sorgen und Probleme der Azubis noch sehr gut aus seiner eigenen Ausbildung. Selbstverständlich war es bei mir in der Ausbildung so, dass es auch da Schwerpunkte gab, die mir schwer gefallen sind. Das waren letztlich Sachen wie Psychologie oder auch manche Rechtsfächer, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich eben halt doch mal mehr lernen als eben für Sport und andere Dinge. Und da hat man eben halt mal 4 bis 6 Wochen wirklich sich fast eingesperrt und den Stoff in die Birne reingeprügelt. Matthias Dingeldey ist bereits im 5. Semester seiner Ausbildung. Das bedeutet Praktikum auf dem Revier. Dazu gehört auch Büroarbeit. Ja, das Schreiben muss natürlich auch sein, aber ich muss sagen, das draußen rumfahren macht einem halt doch mehr Spaß, wenn man immer 2-3 Stunden im Büro hockt und was schreibt. Ist schon ein bisschen langweilig und nervt ein bisschen. In den letzten 2 Monaten hat der 22-Jährige viel erlebt. So ganz am Anfang im Praktikum ist mir auch so ein bisschen hibbelig, wenn irgendwas kommt. Ah, da ist jetzt was, oh, ich muss gleich was machen und so weiter. Jetzt, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, da sieht man das alles ein bisschen entspannter. Man weiß ganz genau, was man machen muss. Dann wird Matthias zu seinem ersten Einsatz in dieser Nacht gerufen. Ein Exhibitionist hat 2 Mädchen belästigt. Matthias ist im letzten Jahr seiner Ausbildung. Nachtdienst ist auch für ihn noch etwas Besonderes. Man hatte wirklich alles von Zwangsanweisungen, Körperverletzungen, Einbruch, Verkehrsunfälle, und noch viele andere Sachen. Das kriegt man natürlich nicht alles beigebracht, weil es einfach Situationen gibt, die anders sind. Matthias und seine Kollegen erreichen die beiden Mädchen, die von einem unbekannten Mann belästigt wurden. Und auf einmal hat er seinen Penis rausgeholt und sich einen runtergeholt. Und wo ist er dann hingelaufen? Der ist da hingelaufen. Die Mädchen sind erst 15 und 16. Die Beamten nehmen eine Täterbeschreibung auf. Der Mann kommt auf die Fahndungsliste. Ich denke, der war so Mitte 20. Mitte 20? Dunkelhäutig, hatte schwarze Haare, ein bisschen kräftiger. Matthias ist schockiert. Ja, aber natürlich jetzt doch ein bisschen anders als gedacht. Exhibitionistische Handlung hätte ich jetzt eher damit gerechnet, dass einer nackt rumrennt. Nicht, dass er sich neben den Mädels versucht, einen runterzuholen. Aber ja. Auch für Sie neu? Ja, für mich neu, weil also ich hatte sowas überhaupt noch nicht in der Richtung. Deshalb hat der Olli auch sofort übernommen gehabt. Nicht die erste Situation, die dem Auszubildenden die Härte des Polizeialltags zeigt. Wie jetzt im vorletzten Dienst jemanden, der hatte
war sehr betrunken, Heroin genommen und hat dann mit dem Messer versucht, sich die Adern, die Halsschlagadern komplett aufzuschneiden. Wie wir dann da waren, hat er mit dem Rettungssanitäter noch rumdiskutiert, ob er sich jetzt das Messer noch in den Bauch rammen soll, weil er wird ja sowieso nichts spüren. Da sind dann natürlich schon ein bisschen mit, wenn man denkt, wie kommt man auf den Gedanken, sich ein so langes Küchenmesser in den Bauch einfach rammen zu wollen. Aus gar keinem Grund, weil es eigentlich wehtun würde angeblich. Also, ja. Einsatztraining am Schulungsort. Auch Ausbilder Ralf Riehl war mal Polizeineuling und hat schlimme Erfahrungen gemacht. In meinem allerersten Praktikum hatte ich eine Situation, wo es um eine erstmalige Lärmbelästigung ging. Wir sind dorthin gefahren und haben gesehen, dass jemand Monitore und PCs aus dem Fenster schmiss. Das Fenster war im 13. Stock eines Hochhauses. Und nachdem die Person die Tür nicht aufgemacht hat, nachdem wir mit der Person geredet haben, haben wir die Tür eingetreten. Und dann musste ich allerdings feststellen, dass die Person sich das Leben genommen hat und aus dem 13. Stock gesprungen ist. Im ersten Augenblick, als ich die Leiche dann auf dem Boden gesehen habe, gingen mir sehr viele Gedanken durch den Kopf. Habe ich alles richtig gemacht? Kommen vielleicht Konsequenzen auf mich zu? Was hat das für die Familienangehörigen zu tun? Das sind unzählige Gedanken, die einem dann durch den Kopf schießen. Aber wir sind zum Glück sehr gut ausgestattet mit einem polizeiärztlichen Dienst und auch mit einem psychologischen Dienst, dass man dann quasi genügend Ansprechpartner hat, die einen dann betreuen und einem dann nochmal alles reflektieren. Seit 6 Jahren unterrichtet Riehl selbst Polizei-Azubis und versucht sie im Einsatztraining auf das vorzubereiten, was sie im Alltag erwartet. Wenn es geht, versuch intensiver zu schlagen, aber rutsch fester. Schlagpolster hält viel ab. Dazu gehört die aus seiner Erfahrung zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte, der man manchmal nur mit dem Schlagstock begegnen kann. Gut, interaktives Training. Das hier ist unser Aggressor. Seht quasi als Kneipe an oder an eine häusliche Gewaltsituation, wo er sagt, okay, wir haben einen abgesteckten Raum, ich kann nicht durch die Wände durch. Ich haue zu, wenn ich muss, ansonsten bleibt es bei der Androhung der körperlichen Gewalt. Jetzt wird es für die Auszubildenden ernst. Sie werden spontan attackiert, müssen je nach Situation reagieren. Sofort den Gegenstand fallen lassen, ich setze den Schlagstock ein. Vor, ja, zurück, zurück hier. Beweg dich raus, schlag zu, du bist in der Distanz. Genau, halte dir auf die Hände, jawohl. Purer Stress für die Azubis. Hier denkt keiner darüber nach, dass es sich nur um ein Rollenspiel handelt. Was so martialisch wirkt, soll später nur in Extremsituationen zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Geh da raus, bleib nicht in der Ecke stehen! Ralf Riehl hat solche Situationen schon erlebt, beim G8-Gipfel. Das waren dann 2000 Leute im schwarzen Block, die vermummt waren. Die Leute hatten sich präpariert mit Kartoffeln, hatten diese bespickt mit Rasierklingen und haben diese auf Polizeibeamte geworfen. Sie hatten Messer dabei, haben versucht, uns in den Oberschenkel zu stechen. Sie haben auf Dächern gestanden und haben Ziegelsteine auf uns hinabgeworfen, teilweise auch mit Expanderbändern noch als Verstärkung, damit sie weiter fliegen. Sie hatten Wasserpistolen dabei mit säureähnlichen Gemischen, die sie versucht haben, uns in die Augen zu sprühen. Auch bei Familienstreitigkeiten werden Polizeibeamte oft angegriffen. Ralf Riehl präpariert eine Wohnung für das Einsatztraining mit Polizei-Azubi Alexander Stumpf. Der trifft gleich auf einen aggressiven Mann, der die eigene Mutter schlägt. Eine Situation nahe an der Realität. Der Stumpf sollte in diesem Szenario alle gefährlichen spitzen Gegenstände irgendwo hinschiebt, wo der Aggressor nicht mehr drauf zugreifen kann. Er sollte die Distanz zum Gegenüber niemals unterschreiten. Dann gibt der Ausbilder den Startschuss. Fahren Sie bitte in die Rathausstraße 23, ein Fall der häuslichen Gewalt, es kam zur Eskalation. Fahrt bitte hin und kontrolliert das einmal. Für Alexander ist es das erste Training dieser Art. Alles, was er zu diesem Zeitpunkt weiß, Nachbarn haben lautes Geschrei gehört. Die Polizei, machen Sie mal auf. Alles ist gut. Oh, Frau Müller, Sie sehen aber nicht so gut aus, wa? Frau Müller, lassen Sie gerade mal die Tür auf. Ihnen geht's wahrscheinlich gut, weil wir haben jetzt begründeten Verdacht, dass Sie geschlagen wurden von Ihrem Sohn oder von Ihrem Mann. Kann das sein? Bestimmt. Lassen Sie uns kurz mal rein, Frau Müller. Frau Müller, gehen Sie mal kurz zur Seite, bitte. Alexander muss sich Zugang verschaffen, um das Opfer von häuslicher Gewalt zu schützen, auch gegen ihren Willen. Der Ausbilder beobachtet Alexander. Seien Sie leiser. So? Der wo schläft. Ist er da im Schlafzimmer? Der schläft. Ist alles gut. Okay. Sie können wieder gehen. Alexander sammelt die Waffen im Wohnzimmer ein, so wie er es gelernt hat. Dann geht er ins Schlafzimmer. Auch hier liegt eine Waffe und der vermeintliche Schläger. Herr Müller, warten Sie mal auf. Ey, scheiß Bullen, was wollt ihr hier von mir? Stehen Sie mal auf, bleiben Sie ganz ruhig. Herr Müller, bleiben Sie ganz ruhig, bleiben Sie auf Abstand. Nein, gehen Sie sofort raus aus dem Haus, ihr verpisst euch, ihr scheiß Bullen. Herr Müller, pissen von hier, Sie haben mir nichts zu sagen, gehen Sie raus. Der Kontrahent, natürlich ein Komparse, trägt eine Schutzausrüstung, um sich nicht zu verletzen. Alexander bringt ihn ins Wohnzimmer. Der Mann gibt sich weiter aggressiv. Ich hab gesagt, Sie sollen sich verpissen von mir. Was ist denn, Herr Müller? Sie sollen sich verpissen. Herr Müller, runter! Alexander greift durch. Ich hab gar nichts gemacht. Was machst du? Ausbilder Ralf Riehl unterbricht die Übung.
Nur durch Kritik lernen die Azubis dazu. Kritikpunkt 1, Alexander hat den Aggressor in den Raum gebracht, in dem die Waffen liegen. Punkt 2, die fehlende Distanz zu dem aggressiven Mann. Ich habe ihm einmal die Ansage gemacht, er soll Abstand halten, aber der kam immer näher. Und dann hatte ich angefangen zu grübeln, okay, was kannst du jetzt machen? Mir hat gar nicht gefallen, dass der Herr Stumpf die Distanz zu dem Aggressor wirklich total unterschritten hat. Er war in einer Schlag- und Trittdistanz. In der Realität hätte er ja wahrscheinlich den ersten Schlag bei einem so aggressiven Menschen schon im Gesicht gehabt. Wäre eventuell ohnmächtig zu Boden gegangen, seine Waffe wäre entrissen worden oder. Alexander hat es zu lang mit Beschwichtigungen versucht. Richtig wäre gewesen, den Abstand durch Rückwärtslaufen zu erhöhen und den aggressiven Mann viel eher zu überwältigen. Praktikum im Streifendienst. Nachtdienst beim Auszubildenden Matthias Dingeldey. Der 22-Jährige erlebt Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der Realität. Doch im Alltag sind die Situationen unberechenbarer. In Notfällen übernimmt sein Ausbilder. Es gab eine Frau, die alkoholsüchtig ist und sich dann auch in der Wohnung selbst umbringen wollte. Und die Frau hat zwei Kinder gehabt, wird von ihrem Mann, wie sie sagt, also von ihrem Freund, geschlagen und sehr oft verletzt und erniedrigt. Und da hat man schon ein gewisses Mitleid mit der Frau. Da war ich dann auch froh, dass er da war und für mich übernommen hat in dem Moment. Den Beamten ist ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Es soll kontrolliert werden. Letzte Anweisungen vom Ausbilder Oliver Bieneck. Also wenn wir das Auto jetzt gleich anhalten, da du auf der Beifahrerseite sitzt, gehst du auf die Beifahrerseite vom Auto und bist in dem Moment dann meine sichernde Person. Und wenn dir irgendwas auffallen sollte, dann sagst du es mir einfach. Okay, werde ich. Fahrzeugkontrollen werden stichprobenartig im Verdachtsfall durchgeführt. Im Dunkeln sind sie besonders gefährlich. Matthias erinnert sich an das, was er im Grundlagentraining gelernt hat. Also wenn ich dorthin laufe, gucke ich natürlich zuerst mal, dass ich die Taschenlampe gleich auspacke und den hinteren Bereich des Fahrzeugs leuchte und dann im Kofferraum einsehen kann, ob da irgendwas drin ist, der Beifahrer sitzt, ob da irgendwas liegen könnte, was der sich gerade von vorne einfach nehmen könnte, sei es ein Schlagstock oder eine Schusswaffe oder sonst was in der Richtung. Dieses Fahrzeug ist unauffällig. Doch plötzlich bekommen die Polizisten einen Funkspruch. Einbruch in ein Einfamilienhaus. Jetzt muss es schnell gehen. Wir werden erstmal das Gebäude umstellen, gegebenenfalls noch versuchen, Hundeführer anzufordern, damit dieser dann mit dem Hund in das Gebäude rein kann. Doch die Kollegen sind bereits vor Ort. Die Täter sind flüchtig. Mit ihren Taschenlampen suchen die Polizisten die nähere Umgebung ab. Die Einbrecher sind ins Haus eingestiegen, während die Bewohner daheim waren und müssen noch in der Nähe sein. Wieder ein Einsatz, der neu für Matthias ist. Der Anfänger orientiert sich an seinem Ausbilder. Also wenn das so eine Situation ist, die zunächst ganz ruhig ist und auf einmal eskaliert, da bin ich einfach überfordert. Das gebe ich auch ganz offen zu. Da gucke ich dann einfach von neben ihm dann zu, wie er es dann regelt und kann es mir fürs nächste Mal einfach merken. Dann kommt ein neuer Funkspruch. Ein paar hundert Meter entfernt wurde ebenfalls Einbruchsalarm ausgelöst. Wahrscheinlich dieselben Täter. Wenn wir jetzt sehen, wir fahren jetzt auch direkt dorthin und gucken mal, ob wir dort noch jemanden antreffen auf dem Weg. Gehst du links rum wie rechts? Die Alarmanlage bei einem Reifenverkäufer hat vor 2 Minuten angeschlagen. Der Täter könnte noch vor Ort sein. Woran denkt Matthias jetzt? Daran, dass hier auch eine gewisse Gefahr für mich besteht, weil wir haben noch keine Nachricht, dass hier keine Einbrecher sind. Wir wissen, dass hier aufgebrochen wurde und dass der Meter gelaufen ist. Dann finden die Beamten den Grund für den Alarm. Ein Reifencontainer wurde aufgebrochen, mit Schweißbrenner und Bolzenschneider. Ist doch warm, ja. Ich hab's eben dran gegriffen. Den Täter finden die Beamten nicht. Der einzige Hinweis, ein zurückgelassenes Feuerzeug. Die Vermutung ist, dass die mit dem großen Transporter hier reingefahren sind. Das Schloss haben sie mit dem großen Bolzenschneider aufgepetzt und wollten dann wahrscheinlich die Reifen abtransportieren. Da hat aber die Alarmanlage ausgelöst und aufgrund dessen sind sie dann abgehauen. Grundlagentraining am Schulungsort der Azubis. Auch Alexander lernt hier für die Zukunft. Das Thema heute, Verkehrsunfallflucht. Der Azubi weiß nicht, was ihn erwartet. Ich laufe hier vorne lang und dann fährt ein Schwarzauto in Schlangenlinien, ein schwarzer BMW oder so, in Schlangenlinien lang, fährt diesen Spiegel ab. Haben Sie da, irgendwann ist es passiert? Alexander ist am Ende seines ersten Ausbildungsjahres. In den vergangenen Monaten hat er immer wieder extreme Alltagssituationen durchgespielt. Unter den Augen seines Ausbilders muss er heute eine Abschlussübung absolvieren. Ich bräuchte vielleicht eine blitzschnelle Beschreibung von diesem Fahrzeug, damit wir einfach eine Funkfahne rausgeben können, schwarz, falls er noch im Bereich ist. Schwarz, BMW und vorne mit, ja dann war es DA. Beschrieben wird ein BMW. Alexander startet eine Fahndung nach dem Fahrzeug. Dann begibt er sich selbst mit der Zeugin auf die Suche. Kurz darauf hat er den schwarzen BMW gefunden. Drücken auf die Uhr. Der Mann fährt Schlangenlinien und hält nicht an. Fahr mal vorhin, versuch mal vorhin zu fahren. Als der BMW schließlich stoppt, verliert Alexander keine Zeit. So, schönen guten Tag, die Polizei. Sie haben mehrfach unsere Signale nicht geachtet. Haben Sie was getrunken?
Der Fahrer will nicht aussteigen. Also letzte Aufforderung, Sie können jetzt freiwillig aus dem Fahrzeug raussteigen oder ich werde Ihnen helfen. Raus aus dem Auto, raus! Raus! Diese nachgestellte Situation entspricht dem, was die Polizeibeamten regelmäßig erleben. Alexander handelt so, wie er es gelernt hat. Auch die Handschellen werden arretiert. Doch nun kommt es auf das weitere Vorgehen an. Es ist das erste Mal, dass es Alexander mit einem betrunkenen Fahrerflüchtigen zu tun hat. Ausbilder Ralf Riel beobachtet die Situation. Break, Belehrung hast du gemacht? Alkohol, okay. Ja, und jetzt alle weiteren Maßnahmen. Weil da werde ich auch was lernen, was mir später nochmal nützlich sein kann, auf alle Fälle. Und daher, ich lasse mal auf mich zukommen, was heute kommt. Der 22-Jährige ist im letzten Jahr seiner Ausbildung zum Polizeibeamten. Das bedeutet für ihn die ersten praktischen Erfahrungen auf der Straße. Dass er Polizist werden wollte, wusste er schon immer. Bei mir hat es schon von Kindheit her angefangen, weil so mein Vater als mein Onkel sind bei der Polizei. Und natürlich auch immer, mein Vater hat es mir immer geraten. Matthias ist im Polizeirevier im hessischen Heppenheim stationiert. 2,5 Monate lang soll er hier Einblicke in den praktischen Polizeidienst bekommen. Sein allererster Auftrag? Eine Sachbeschädigung. Bei der Befragung des Besitzers ist Matthias noch unsicher. So, also zunächst mal, ich war gestern Abend hier bis um 10:30 ungefähr. Halb elf. Um nachzugucken, was los ist. Einem Porsche-Fahrer wurde das Auto zerkratzt. Und das nicht zum ersten Mal. Matthias nimmt die Daten auf. Der Polizeineuling wird im Streifendienst von zwei erfahrenen Kollegen begleitet. Oliver Binek ist sein Ausbilder. Gut, aber wir können ja nichts, da hat einer schön dran rumgekratzt. Aber haben Sie Ärger mit irgendwen? Dann muss es plötzlich schnell gehen. Ein verletzter Mann in einer Spielhalle. Mehr weiß Matthias noch nicht. Bisher waren solche Situationen für ihn nur Theorie. Er hat sie in gespielten Einsätzen trainiert. Hier ist nochmal was anderes. Da man nicht weiß, wie der Betroffene reagiert. Es kann einer sein, der ist ganz friedlich und nett, oder einer, der bewaffnet ist und dann losgehen könnte. Vor Ort finden die Polizisten einen jungen Mann vor. Was ist denn passiert? Haben Sie einen Ausweis dabei? Er hat mehrere Gesichtsverletzungen und ist geistig verwirrt. Verstehen Sie uns? Ausbilder Oliver Binek hat einen Verdacht. Schauen Sie mich gerade mal an. Ah, der hat Betäubungsmittel konsumiert. Guck dir die Pupillen an, dann siehst du es. Setzen Sie sich gerade wieder hin. Der Mann steht offensichtlich unter Drogeneinfluss, ist dadurch unberechenbar. Matthias lässt ihn nicht aus den Augen, als er seine Taschen leert. Aus seinen Trainings weiß der Auszubildende, die Situation kann jederzeit kippen. Respekt hat man vor der Sache, weil Angst heißt ja, man geht weg, wenn man davor schießt, aber Respekt heißt, ich weiß jetzt, der Typ wehrt sich, er hat vielleicht auch Messer oder irgendwas, da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig agieren, ich kann nicht direkt an ihn rangehen. Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Der verletzte Mann wurde in einer Spielhalle aufgefunden und hat tatsächlich ein Messer dabei. Was ihm genau passiert ist, bleibt unklar. Handschellen sind nötig. Er kommt ins Krankenhaus, später in die Psychiatrie. Matthias hat die erste reale Herausforderung gemeistert. Seine Nervosität hat er sich dabei nicht anmerken lassen. Ich habe einfach das gemacht, was ich kann. Und was ich noch nicht kann, das kann ich halt noch nicht. Da muss ich mich nicht großartig verkrampfen, das bringt nichts. Muss halt immer die Kollegen fragen, wie mache ich denn das am besten und wie mache ich das. Da muss man langsam angehen und gucken, wie man das nach und nach lernt. Das Handwerkszeug für den Dienst auf der Straße hat Matthias hier gelernt. Im Grundlagentraining am Schulungsort der Azubis bei der hessischen Bereitschaftspolizei. Hier diese kleinen Löcher, das sind Arretierungslöcher, dass dann eben halt die Handfesseln fest sind und nicht irgendwie die Person sich selber verletzt, indem quasi das Blut gestaut wird. Alexander Stumpf ist noch in seinem ersten Ausbildungsjahr. Das bedeutet für ihn Polizeiunterricht. Das Thema heute Festnahme und Fesselung. Genau. Reicht das so oder? Nein, guck mal, dass du mit der Hand da bleibst. Ja, also mit der Hand. Mit der, ja. Genau, da hast du ja die Fesselung gemacht. Okay. Jetzt nimmst du nur den Daumen hier quasi weg, nimmst jetzt quasi den Stift und legst den okay, in die verstanden. Genau. Die Ausbildung zum Polizisten gliedert sich in ein 3-jähriges Studium. In 6 Semestern wechseln sich Theorie und Praxis ab. Die Polizeianwärter üben dabei an ihren Kameraden, begleitet von einem erfahrenen Ausbilder. Die Fessel dann rauszuholen, das alle optimal anzusetzen und darauf zu achten, dass man ihn nicht verletzt, weil man auch wieder im rechtlichen Bereich dann doch wieder Grenzen überschreitet. Das ist doch nicht immer so einfach. Alexander wollte eigentlich Jura studieren und Notar werden. Doch die Zeit bei der Bundeswehr hat ihn geprägt. Man hat einfach eine gewisse Rolle in der Gesellschaft, die man ausleben möchte. Und das ist genau das, was ich möchte. Einfach den Nervenkitzel, das mit den Menschen draußen, das ist genau mein Ding. Im 2. Semester der Polizeiausbildung werden Extremsituationen nachgestellt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, aus dem Fahrzeug freiwillig auszusteigen oder ich werde es nötigenfalls mit Zwang durchsetzen. Haben Sie soweit verstanden? Für was entscheiden Sie sich? Die Herausforderung für Alexander in diesem Fall, die festzunehmende Person stellt sich nicht freiwillig. Dann raus aus dem Auto, raus! Raus! Auf den Boden.
In solchen Momenten ist beherztes Zugreifen gefragt. Doch die Übung klappt nicht ohne Fehler. Was hast du vorher vergessen? Arretieren. Ja, mach das noch. Nimm jetzt hier die Handfessel. Ja. Ja, die ist relativ locker. Die rutscht hier bis zu dem Unterarm hoch. Ja. Und da musst du jetzt noch ein paar Rassen reingehen und dann quasi erst arretieren. Verstehen. Die Beine sind immer noch gestreckt und nicht übereinander. Legen Sie nochmal die Beine an. Wir wollen aufrichten. Richtig so. Okay. Passt das so? Das passt. Arretieren bedeutet, man stellt die Handschellen auf eine bestimmte Weite fest, damit sie den Gefesselten nicht verletzen. Wenn du herangetreten bist, hast du gut gemacht. Tür aufgemacht, Waffe hinten, direkt mit der Person gesprochen. Achte so ein bisschen darauf, wie du die Tür hier aufmachst. Ne? Wenn ich die Tür so aufmache, ist mein Daumen hier drin. Wenn sie jetzt die Tür ruckartig zuzieht, ist mein Daumengelenk kaputt. Ja. Auch Alexander wurde schon von anderen Azubis gefesselt. Für den 23-Jährigen eine einschneidende Erfahrung. Denn auch dabei ging nicht alles glatt. Natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn man derjenige ist, der nun mal gefesselt ist. Aufgrund dessen, wenn man die Handschellen dann klicken, dann dieses Geräusch allein schon, wenn man das von irgendwelchen Actionfilmen sieht und so, und denkt man, jetzt ist er endlich festgenommen worden und jetzt bist du selber derjenige, der da steht. Und da ist mir eine Kollegin leider während der Fesselung mit dem Knie auf die Handfesseln draufgetreten, hatte vergessen zu arretieren. Und dementsprechend wurde meine Hand da ein bisschen abgequetscht. Zurück im Praktikum bei Matthias Dingeldey. Hier, Sie, was machen Sie an den Fahrzeugen? Bleiben Sie stehen und schicken den Hund. Hooligan! Ein Polizeihund attackiert den Auszubildenden. Die Tiere dienen in erster Linie der Abschreckung. Aus! Platz! Nehmen Sie die Arme hoch. Führt eine Durchsuchung durch. Der Hund ist so trainiert, dass er den Hundeführer jederzeit verteidigt. Weg da! Eine eindrucksvolle Demonstration, vor allem für Matthias. Aus! Platz! Trotz des Dinges richtig zwicken, habe ich richtig gemerkt. Man hat auch gemerkt, der wird auf der einen Seite der Vorderzahn. Das habe ich gemerkt, eindeutig. Habe ich mich hier umgerissen, hätte ich nicht gedacht, dass ihr mich so erwischt. Die Lektion für Matthias: Es ist besser, wenn man sich als Polizist immer weit hinter dem Polizeihundeführer aufhält. Man sollte also schon als junger Kollege mal erfahren, wie ist das, wenn der Hund einen beißt? Was kommt, man sollte sich halt gerade in Gefahrensituationen entsprechend verhalten, dass man also sich nicht in unmittelbare Nähe des Hundeführers begibt und dort dann eventuell zu Schaden kommt, was wir auch schon hatten, weil der Hund oft oder fast nie unterscheiden kann, ist es ein polizeiliches Gegenüber oder ist es ein Kollege. Dann kommt ein Funkspruch. Matthias und seine Kollegen müssen zu einem Raubüberfall. Personenbeschreibung, schlanke Statur, 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarze Gürteltour. Schreib's mit. Matthias ist im 5. Semester seiner Ausbildung und macht seine